Circa 60.000 Sorben leben in der Ober- und Niederlausitz. Die Domowina als Dachverband sorbischer Vereine und Verbände vertritt deren Interessen in der Öffentlichkeit gegenüber Parlamenten, Institutionen und Verwaltungen. Oberstes Ziel ist die Pflege der sorbischen Sprache und Kultur. Und genau aus diesem Grund fanden sich am 13. Oktober 1912 im Hoyerswerda Gesellschaftshaus 31 Vereine zusammen und gründeten die Domowina. Ich denke, es war eine weise und durchaus auch kluge Entscheidung, vor 100 Jahren die Domowina zu gründen. Durch die Domowina haben wir es geschafft, in 100 Jahren durch mehrere politische Epochen hindurch für die Sorben etwas zu erreichen. Und ich hoffe, dass wir das auch weiterhin so tun können. Auskunft über die wechselvolle Geschichte gibt die Wanderausstellung Sorben in Deutschland, die aus Anlass des Domowina-Jubiläums im Hoyerswerda-Lausitz-Center Station machte. Demnach begannen sich die Sorben in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts vor allem in der Oberlausitz kulturell zu emanzipieren. Erlebten als Tiefpunkt, aber auch unter den Nationalsozialisten 1941 den Verbot der Domowina. Als Massenorganisation in der DDR geduldet, war es aber auch nach 1990 zunächst nicht einfach. Eine Zeit, die ich selbst natürlich auch dann miterlebt habe, war die Nachwendezeit. Ich natürlich als Kind. Jedoch war es doch zu merken, dass viele abwanderten, viele zogen gen Westen und es wurde langsam leerer. Und es wurde auch die Frage gestellt, ist eine politische Vertretung sinnvoll oder nicht? Ich denke, wir sind über diese Zeit hinweg. Wir sind nun in einer Zeit, in der wir doch wieder ein Leben in der Lausitz feststellen und das ist doch gut so. Seit 1992 sind die Rechte der Sorben in den Verfassungen der Länder Sachsen und Brandenburg garantiert. Nicht zuletzt deswegen waren die beiden Ministerpräsidenten als Gäste in die Hoyerswerda-Lausitzhalle zum Festakt erschienen. Beide sicherten ihre Unterstützung auch in der Gegenwart zu. Diese zu gestalten jedoch in den Händen der Domowina selbst liegt. Die Zukunft ist die Zeit der Jugend und diese Jugendliche soll nun sagen, wie die Domowina 2025 aussehen soll. Ich denke und ich hoffe auch persönlich, dass wir die Domowina noch weiter öffnen. Die Domowina ist jetzt für jeden offen, aber oftmals muss man es noch etwas weiter unterstreichen. Für dieses Unterstreichen bin ich sehr und ich hoffe, dass das auch so bei den Leuten, bei den Sorben, aber auch bei den Deutschen, unseren direkten Nachbarn und Mitmenschen so ankommt. 100 Jahre Domowina, ein Grund für die Sorben in ihrer Lausitzer Heimat zu feiern und sich bei Gruppen und Personen für ihr besonderes Engagement, für den Erhalt oder die Förderung von Sprache und Kultur mit Auszeichnungen zu bedanken.